Grüß euch alle. Heute zeige ich euch RT3 umgebaut. Ich habe hier mein Autopilot verbaut. Neue Fernsteuerung. Der hat Futterklappe mit Magnetöffnung, Jetantrieb. Und ja, jetzt testen wir einfach. Ich stelle aufs Wasser. So, jetzt fahren wir schön raus und schalten wir gleich Autopilot. Ich habe vorher schon gespeichert. So schwimmt das Boot. So, mit Jetantrieb ist nicht so einfach umbauen, aber das klappt. Also RT3 ist richtig cooles kleines Boot, nicht zu groß, nicht zu klein, und funktioniert richtig gut. Ja, natürlich war ein paar Schwierigkeiten aufgetreten, aber das habe ich alles erledigt und es funktioniert. So, jetzt dreht der Boot zu uns. Jetzt ist unterwegs mit offenen Klappen. Also, ich habe viele Phantome umgebaut, da gibt es Schwierigkeiten mit Futterklappe, aber bei dem also wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. So, ist angekommen. Also, Geschwindigkeit mit Autopilot unterwegs, also zum Köderausfahren 4 km/h, können wir natürlich erhöhen. Aber das reicht voll aus. Also, ja. So, jetzt schalten wir Autopilot aus und rückwärts funktioniert. So, dreht er um und rückwärts. Also geht genial. Okay, wir können hier Licht steuern. Was wäre? Also jetzt leuchtet das Licht. Jetzt wieder schicken wir aus mit offener Klappe. Ich mache jetzt ein bisschen Video, dass Sie sehen, wie der Boot geradeaus rausschwimmt zum Ziel. Macht keine Schlange, keine Achter. Das ist kein Problem. So, das war's. Das war ein kleines Video, wie ich RT3 umgebaut, also wie er schwimmt selber. Mit Autopilot funktioniert alles gut. Können wir in solche Boote verbauen, Autopilote. Und der Radius zum Drehen braucht er ganz klein. Also ihr könnt noch kleiner machen. Super. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.